zeige ich euch nochmal einen Flieger. Und falls ihr schon den Flieger aus meinem ersten Video gefaltet habt, solltet ihr diesen hier unbedingt nochmal ausprobieren, weil der wirklich ganz toll fliegt. Ich war selber ganz begeistert davon. So, fange ich einfach an. Wie immer braucht ihr ein Stück Blatt, ganz normal Größe. Und dann faltet ihr erstmal diagonal. Mit der anderen Seite auch. Und dann könnt ihr diese Seiten nach innen legen. Und dann klappt ihr die Spitze nach oben und die andere auf. Und dann werden die Spitzen wieder nach unten gelegt. Und für die Tragflächen klappt ihr einfach den Flieger zusammen. Und dann werden die so weit runtergelegt, dass ihr ungefähr nur noch einen Zentimeter hiervon über habt. Und dann noch die Enden wieder ein Stück hochfalten und dann ist er schon fertig, der Flieger. Probiert es aus, der ist wirklich toll. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann!